Hallo meine lieben TCM-Kollegen und Akupunkturinteressierten. Heute begrüße ich euch einmal aus meiner Praxis zusammen mit meiner Assistentin Abby. Abby, du musst da Hallo sagen. Da. Ne, jetzt nicht. Wir sind heute nicht draußen, weil draußen ist es einfach zu heiß. Den Pferdeteil mache ich entweder heute Abend spät oder morgen ganz früh. Ich überlege mir das noch. Ja, viele von euch haben euch sicher als nächsten Akupunkturpunkt den Leber 3 gewünscht. Jetzt bringt ihr mich damit ein bisschen in Bedrängnis tatsächlich, da der Leber 3 ja unterschiedliche Lokalisationen hat. Ich musste mittlerweile feststellen, das ist auch beim Menschen so und nicht nur beim Tier. Ich kann euch hier nur ja, aus meiner langjährigen Praxiserfahrung, ich habe tatsächlich beide auch gelernt und war auch am Anfang etwas verwirrt, meine Interpretation einfach mal darstellen, wie ich das empfinde, ja, wo ich meine, wo wahrscheinlich die richtige Lokalisation ist. Dazu zeige ich euch als allererstes einmal, wo der Leber 3 beim Menschen liegt. Den habe ich mal bei mir geklebt. Das seht ihr da. Der Leber 3 liegt innen am Hinterfuß, beim Hund zwischen der zweiten und dritten Zehe auf dem Mittelfuß. Quasi, weil beim Hund ja oft die Wolfskralle fehlt, hat man den dabei zwischen der zweiten und dritten Zehe angeordnet und nicht zwischen der ersten und zweiten wie beim Menschen. Wenn ihr hier runterfahrt, zwischen dem Mittelfuß, bei Abby sieht man das ganz gut, ungefähr da ist dann der Leber 3. Der Leber 3 heißt chinesisch Tai Chung. Und das Ganze wird übersetzt mit große, mächtige Straße oder auch große Verkehrsader. Daran könnt ihr schon sehen, dass der wahnsinnig viel macht. Laut traditionell chinesischer Medizin stützt er die Funktionskreise Leber- und Gallenblase. Der senkt das Leber-Yang ab und löst Leber-Qi-Stagnationen. Er reguliert und kühlt das Schür. Westlich übersetzt heißt das also, der wirkt bei Muskelspasmen, Muskelsehnenproblematiken, bei Kopfschmerzen mit heißem Kopf, Augenproblemen, auch geröteten Augen, Knie- und Hüftgelenksproblemen und Schmerzen, aber auch bei Epilepsie und Facialisparese. Das gehört zu den inneren Winderkrankungen, die ja auch dem Leberfunktionskreis zugeordnet sind. Und weil er ja das Leber-Qi, die Leber-Qi-Stagnation auflöst, beziehungsweise das Leber-Qi auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, tonisiert und die Leber ja der Impulsgeber ist, auch für alle anderen Funktionskreise, benutzt man Leber 3 oft als Impulsgeber, um bei der Behandlung da noch etwas anzustoßen. Ich zeige euch den nochmal von nahen. Da hier zwischen zweiter und dritter Zehe oder zwischen zweiten und dritten Mittelfußknochen eigentlich quasi zwischen zweiter und dritter Zehe. Guten Morgen, da habe ich euch doch noch den Leber 3 am Pferd versprochen. Ich habe ja gesagt, ich warte ab, wenn es nicht mehr so heiß ist. Ich mache das morgen früh, heiß ist es nicht mehr, es regnet. Der Leber 3 Tai Chung liegt innen am Hinterbein. Ich habe euch ja schon erzählt, der ist zuständig, um hochschlagendes Leber-Yang abzusenken und um Leber-Qi-Stagnationen aufzulösen, also bei zornigen Pferden. Das ist natürlich besonders günstig, dass der innen am Hinterbein liegt. Samu, du müsstest mal stehen bleiben, das wäre ganz hilfreich. Na, ich zeige euch den jetzt hier, diesen Bein. Ihr greift hier rüber, okay, und doch an diesen. Ah, habt ihr das gesehen? Müssen wir mal gucken. Die Pferde, die dann schon empfindlich reagieren, wenn man nur hier so runterstreicht, würde ich nicht nadeln. Innen am Hinterbein, am besten flächig, unterhalb vom Sprunggelenk runterfahren, stoppt ihr hier oberhalb vom Fesselgelenk etwas medial der Mittellinie. Das ist jetzt das linke Hinterbein. Und da liegt Leber 3. Die andere Lokalisation, die auch oft angegeben wird, ist hier oben unterm Sprunggelenk. Aber laut meiner langjährigen Erfahrung gehe ich mal davon aus, dass der Leber 3 eher hier unten zu finden ist, nämlich da. Wenn ihr das bei Pferden mal beobachtet und euch mal die Hinterbeine, die Fesseln anguckt, werdet ihr da sehr oft
ja, so eine Aufreibung sehen, beziehungsweise so eine raue Stelle, weil die Pferde sich diesen Punkt gerne selber stimulieren. Achtet doch bitte mal drauf. Und wie immer, nicht vergessen, ohne Diagnose keine Therapie.